Warum bist du der perfekte Google Education Specialist? Empathie mit Kindern. Ich würde darauf achten, dass alle Kinder sich während der Präsentationsstunden wohlfühlen und Spaß haben. Ich würde darauf achten, dass alle Kinder mitkommen und den Sachverhalt verstehen. Autodidaktischer Lerntyp. Da ich mir meine technischen Fähigkeiten selbst beigebracht habe, könnte ich den Kindern gut vermitteln, wie man autodidaktisch lernt und selbstständig Probleme lösen kann. Motivation und Inspiration. Ich würde sehr gerne für Google in diesem Aufgabenbereich tätig sein. Da ich sehr viel von digitaler Bildung halte und somit die Markenbotschaft mit Inspiration und Motivation transportieren könnte. Organisation und Kommunikation mit Lehrern. Ich würde mit höchster Professionalität mit den Lehrern kommunizieren und sie bei der organisatorischen Durchführung von den Präsentationsstunden mit Hilfe von digitalen Medien unterstützen. Zudem würde ich jederzeit vor oder nach der Präsentation für Fragen bereitstehen. Bist du über die neuesten technischen Produkte auf dem Gebiet digitale Medien und Virtual Reality informiert? Wo informierst du dich darüber? Ja, derzeit versuche ich für ein Projekt Webbrowser-basiertes Virtual Reality Content herzustellen. Ich informiere mich über Information-Channels von Herstellern der Headsets wie beispielsweise Oculus, PlayStation VR, Google Daydream und auf Channels von Digital- und Kreativagenturen sowie nicht. Zuletzt auf Crowdfunding-Webseiten. Wie beurteilst du dein Interesse an neuen digitalen Technologien? Ja, ich sammle seit 2 Jahren Erfahrungen in der Selbstständigkeit in den Bereichen Graphic Design, Motion Graphic Design, Web Development, Social Media Marketing und entwickle stetig Produkte und was bedingt, dass ich stets auf den aktuellen Stand bleiben muss. Hast du bereits Erfahrungen mit Virtual Reality bzw. den Google Expeditions gemacht? Wenn ja, welche Apps hast du bereits ausprobiert? Mit Google Expeditions direkt noch nicht, aber ausprobiert habe ich Google Cardboard, Samsung VR und Oculus. Welches Smartphone benutzt du und wie informierst du dich über Neuheiten? Ich besitze mehrere Smartphones. Online informiere ich mich wie folgt. Internetrecherche, Google, Google Alerts, Social Media Plattformen, Facebook, Pinterest, YouTube Channels, Google Tech Docs mit OpenCourseWare, Crowdfunding Webseiten, Kickstarter, Startnext, Startup Webseiten, Gründerszene.de, Startingup.de. Wie würdest du dein Nutzungsverhalten beschreiben? Ich bin online-affin und benutze das Internet für Recherche, Kommunikation, Datenerfassung, Analytics und Business Development. Hast du schon einmal vor Publikum präsentiert und kennst du dich mit Präsentationstechniken aus? Ja, durch meine Erfahrungen in der Selbstständigkeit in den Bereichen Graphic Design, Motion Graphic Design, Web Development, Social Media Marketing, wo ich regelmäßig Produkte und Dienstleistungen an Kunden präsentieren musste. Zudem bin ich seit Jahren Mitglied bei der CSU Junge Union, wo wir regelmäßig in kleinen Gruppen vor den Teilnehmern über diverse Themen referieren müssen. Kannst du Dinge einfach und verständlich erklären? Ja, wenn jemand Probleme bei dem Verstehen eines Sachverhaltes hat, versuche ich gleich Analogien aus seinem Bereich des Wissens zu finden und mithilfe dessen den Sachverhalt zu erklären. Zudem benutze ich auch oft eine visuelle Sprache, um komplexe Sachverhalte zu veranschaulichen. Besitzt du pädagogisches Einfühlungsvermögen und wie ist dein Draht zu Kindern?
Ja, ich habe während meiner Zeit in der Fachoberschule Fachbereich Psychologie belegt und habe schon zwei Arbeitstätigkeiten mit Kleinkindern ausgeübt. Ich habe ein halbjähriges Praktikum in einer privaten Kindertagesstätte absolviert und während meines freiwilligen sozialen Jahres habe ich als Basketballtrainer für schwer erziehbaren Klasse einer Grundschule und als Kindersporttrainer für Kleinkinder fungiert. Wie sind deine technischen Kenntnisse? WLAN, Tablet, Smartphone, Installation von Apps etc. Ich kenne mich mit aktueller Hardware in Bereichen Screens und VR-Headsets aus sowie dessen aktuelle Trends. Meine Stärken liegen jedoch auf dem Bereich Software. Bist du zeitlich, welche Kapazität und räumlich welchen Umkreis flexibel? Ich bin Vollzeit einsetzbar und komme aus München. Des Weiteren besitze ich ein Auto. Deshalb bin ich zeitlich und regional flexibel.